Allererstes bekommt Zeit für einen Minuspunkt für das zu später abgeben, was auch sonst. Ich meine, es ist für uns alle nichts Neues mehr. Fangen wir auch direkt mit den Docs-Punkten an. Der gute Cypher hat einige Sachen gesagt. Zum Beispiel macht er sich über die Ära-Teilnahme von Joe lustig. Du bist bekifft, ey, da musst du dich nicht einmal wirklich schämen. Oder wie soll ich mir die Ära-Mini-Teilnahme erklären? Was allerdings nach hinten geht, weil Joe direkt in seiner ersten Zeile sich auch über das Ära lustig macht und sagt: Stell euch mal vor, ihr macht euch über das Ära lustig und ihr seid selber das Aushängeschild von der Scheiße. Wie kannst du dich über das Ära lustig machen, wenn du doch selbst das Aushängeschild davon bist, Cypher? Erklär mir das bitte. Digga, Ast, reiner Schritt, andere tragen Brille, weil die Farben blind sind und du wahrscheinlich Klangfarben blind. War ganz nett, dann die Line mit: Junge, weil sich keiner um dich fotze, shit, du siehst das wie eine fucking YouTube-Doppelwerbung. Die war auch sehr lustig, muss ich zum Schmunzeln, weil in seinen Streams sieht Joe wirklich aus wie eine YouTube-Doppelwerbung, wo er mir erzählen will, dass Rauchen mich reich machen kann. Bitte, hör auf damit, die Line mit: Und vom Ficken rappen ist dein allergrößter Traum. Digga, krasser Penis, aber gibt's den auch in Frauen? Das war auch sehr lustig, aber bitte, Cypher, du bist minderjährig, hör auf, das Wort in den Mund zu nehmen. Bitte sag diesem erwachsenen Mann nicht, dass sein Penis krass ist, Cypher. Das kann missverstanden werden. Wir können verklagt werden. Mann, was hast du drauf? Was willst du Hurensohn vermitteln? Du wirkst wie großgezogen von Studio-Equipment. Die Line war auch so lustig, weil er hat sehr tolles Equipment und das carried ihn sehr durch. Wie hoch war denn die Auszahlung? Eine LED-Box, aber das doch nicht für Ausstrahlung. Das war auch ganz nett. So, allgemein waren es nette Lines von Cypher. Kann man mal machen. Von Joe waren zum Beispiel die Lines darüber gut, dass Cypher ein Roboter ist. Cypher ist ein Roboter, sehr schlecht programmiert. Das merkt man an dem Sprachbug, der wurde nie korrigiert. Weil sein mieses Nuscheln wirklich, es könnte einem auf die Nerven gehen, wenn man sich nicht dran gewöhnt hätte. So, die immer gleich klingende Hooks, die ihm vorgeschrieben wurden. Der Programmierer war zu faul für noch mehr Dialogoptionen. Das ist auch ganz nett. Er kann nicht mehr sagen, als dasselbe. Seine Runden sind immer gleich. Was machst du mit der ganzen Zeit? Texten anscheinend nicht. Denn das einzig Gute an deinen Texten ist höchstens deine Handschrift. Die Line war auch ganz nett. Die Line mit Cypher überzieht die Deadline. Cypher muss noch fertig machen. Scribble.io mit dir macht einem sicher keinen Spaß. Es würde keinen Spaß machen. Cypher würde immer zu spät abgeben. Er würde nicht fertig machen. Wie soll man das erraten? Wie soll man das erraten, Cypher? Und dann bist du noch so überheblich in der Qual. Hey, du kannst mich nicht besiegen, weil ich kein Gott 1 OG bin. Die Line war nicht auch lustig, weil es stimmt, er ist kein Gott 1 OG. Die Lines darüber, dass Cypher aber pervers sein soll und seine Gegner immer nackt malt, das ist wirklich nicht so cool, Joe. Das ist wirklich wieder Quali, Banjo, Young Joe Niveau und das wollen wir hier nicht sehen. Das ist ein bisschen schwach, wollen wir hier nicht haben. Du machst kein Battle Rap, du machst nur Fanart. Du malst mich und deine Mom hängt sich das dann an den Kühlschrank. Die Line ist lustig und disrespectmäßig gegen den kleinen 13-jährigen Cypher, dessen bester Freund Held Mori ist. Chef Mori ist, tut mir leid. Und was willst du eigentlich sagen mit, ey, du rappst nicht spartanisch? Nein, du rappst höchstens spanisch. Ich weiß wirklich nicht genau, was er damit sagen will. Aber nun ja, so ist es halt. Beide haben viele coole Lines. Joe setzt manchmal aus und braucht eine Pause und nimmt sich seine Zeit. Cypher ist konstant dabei und hat nicht wirklich viele Aussetzer dabei. Aber er ist trotzdem nicht der Optimus Prime der Transformers-Welt. Nur Ironhide. 2:1 an Cypher. Zum Moff-Punkt. Cyphers Video ist ganz nett. Er stellt beispielhaft alles gut zur Schau in seinem nett animierten Video. Und die Hook-Aufnahmen wiederholen sich allerdings. Das ist ein bisschen, ich weiß nicht, ich mag es nicht so gern, dass Cypher-Videos so repetitiv sind. Natürlich sind sie viel Arbeit, aber alles in einem mindert es den Wiederanschauwert, wenn man nach dem dritten Mal schon das Video insgesamt 17 Mal gesehen hat. Das ist echt nicht so schön. Das Video von Joe wurde sehr schön nachbearbeitet, hat schöne Aufnahmen, auch Anfang mit dem Kran und der U-Bahn. Allerdings, Zappelarm Carlo, du Arschloch, hör auf Action-Szenen zu filmen, du machst sie kaputt mit deinen Epileptika-Anfällen. Alles in einem war das Video von Joe aber sehr cool. Joe ist in seinem harten Performance-Video, dem Video von Cypher, was sich teils oft sehr oft wiederholt, überlegen. Nächstes Mal ein besseres Konzept, Joe. Ein Punkt für Joe und leider keinen für Cypher. Zum MP3-Punkt.
Joe flirt sehr aggressiv und schreit die kleine Golddublone lautstark an. Das Feeling ist sehr nice und abwechslungsreich. Ich mag das sehr. Cypher flowt auch sehr cool und mal wieder sehr nice auf einem Dubstep Prophetessa Beat, der sehr nice ist. Und Fingernagel Fake und die Hautfarbe Möhre. Sehr geil, sehr mächtig, weiter so. 2 Punkte für beide. JPEG-Punkte. Joe hat ein sehr gutes und unterhaltsames Gesamtpaket. Sein Video ist im Zusammenklang mit der Audio sehr nice und vermittelt ein sehr aggressives und mächtiges Gesamtpaket. Cypher, sein Video ist nach dem ersten Mal nicht mehr ganz so unterhalten wie davor, aber dafür hat er sehr starke Vorarten und eine sehr nice Hook. Von daher kriegen beide einen Unterhaltungspunkt. Zuckerstundenpunkte vergebe ich heute leider keiner, auch wenn ich es gerne würde. Somit haben wir einen Endstand von 5 zu 4 für Banjo und Cypher erliegt leider seiner größten Schwäche derzeit. Los, zieh in die weite Welt, mein kleiner Sterntaler. Erlebe das Leben und genieße die Zeit, wenn du wiederkommen willst. Unsere Tür steht dir immer offen. Wenn du hinausziehen willst, dann zieh hinaus. Aber mach das, was du tun willst. Und jetzt flieg, Cypher. Flieg!